So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Oh yeah, im letzten Part haben wir das vorletzte reguläre Kapitel abgeschlossen. Bevor wir Garima vernichten, haben wir allerdings noch ein paar andere Dinge zu erledigen, nämlich ein paar weitere Nebenquests. Und wir wollen zuerst mit dieser starten, deswegen stand ich so gerade auf diesem Punkt, weil ich habe nochmal reingesehen, ob es wirklich die ist, die ich denke, die es ist. Und ja, es ist die, die ich denke, die es ist. Thron de Seekö. Was könnte das wohl bedeuten? Wo hier war Thron des Seekönig? Beginnen. Neben Quest 18 des Königs Leid. Und ihr werdet euch wundern, was da jetzt passiert. Ihr nicht an diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Hey. Ah, die Kavallerie kommt und will eure Köpfe, ihr Maden. Kämpft oder sterbt. Hast du Salz in den Ohren, du Made? Bewegt deine magerige Haut. Hm? Moment, was? Huh? Made. Ja, Made, los jetzt. Die nächste Frage werde ich mit dem Schwert beantworten. Die Made hat schon verstanden. Die Made ist weniger wert als ein schleimiges Stück Seetang. Ha, ha, ha. Jetzt reiß dich zusammen, Made. Wir bekämpfen Crom, den Prinzen von Elys. Crom, der Name bringt diesen toten Mann dazu, sich vor Übelkeit zu schütteln. Doch auch das ist jetzt nicht mehr wichtig. Gangrel lebt? Nein, er sagte doch gerade, dieser tote Mann. Was ist hier los? Das sind die gefürchteten Piraten? Ah. Ihr Anführer ist Zant. Er nennt sich der Südseekönig. Seine Seeflotte kann sich mit jeder des Landes messen. Er beherrscht den Süden. Gegen ihn sollten wir äußerst Vorsicht walten lassen, mein Herr. Äußerste Vorsicht. In Ordnung. Erledigen wir sie und verschwinden werden von hier. Und ja, tatsächlich, Gangrel steht hier mit auf der Karte rum. Was zum Henker? Den haben wir doch, ja, geschnetzelt vor nicht allzu langer Zeit. Und ja, er steht trotzdem hier rum. Gut, gut, gut. Wir treffen also offensichtlich ein paar verstorben geglaubte Menschen wieder. Mal sehen, was es damit auf sich haben wird. Auf jeden Fall sind die richtigen schon ausgewählt. Ja, perfekt. Perfekt? Das sind, glaube ich, alle Supports, weil ich mit dem Review warten wollte, ne? Ja, ich glaube schon. So. Alle aufladen, passt schon. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Zack. Schlacht beginnen. Sieg. Boss besiegen. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht erst die ganzen drumherum hier niederknüppeln. Aber das werden wir natürlich tun und... Liegt es am Meer, oder? Die wirken ziemlich schwach auf der Brust. Ah, wobei es geht. Es geht. Ist okay, ne? Ist in Ordnung. So, wollen wir doch mal kurz mal prüfen, wie viel Schaden machen würden. Ja, nicht gerade allzu wenig. Ich bräuchte jemanden, der ihre Geschwindigkeit oder ihre Verteidigung ein bisschen erhöht. Severin, wie wäre es denn mit euch? Geschwindigkeit und Verteidigung. Ja, das ist natürlich perfekt. Was ist mit dir? Geschwindigkeit und Verteidigung. Ein bisschen mehr Verteidigung. Rest wäre natürlich auch nicht schlecht. Kriegst du von ihr nur zwei. Auch nur zwei. Na, ich glaube, ich mache das mit Severa. Severa, bitte einmal Kiel unterstützen. So. Da können die physischen Einheiten mir wahrscheinlich so gut wie gar nichts mehr anhaben. Nicht mehr, sondern ein bisschen noch was. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Wie viel Rest habe ich denn? 26. Und die haben... Na gut, die magischen Einheiten würden ein bisschen Schaden machen. Aber auf jeden Fall vertretbar. Durchaus. Dann würde ich nämlich einfach mal die gute Kiel jetzt hier reinstellen. Und mal ein bisschen schnetzeln lassen. So, dann müssen wir nur noch, damit nur ein Magier ankommt. Ja, guck mal, perfekt. Wenn ich da den da angreife, kommt nur der eine Magier dran. Herrlich. Und ich muss natürlich aufpassen, dass Gangrel nicht abnippelt. Weil eventuell könnte man sich schon denken, dass da mit dem noch was los sein wird. Was das wohl ist? Keine Ahnung. Gut gemacht, Severa. Und damit ist er Geschichte. Dadalalalam. So, hätten wir das. Mal ganz kurz gucken. Verdammt, der hat einen Hammer. Ja, das wollte ich nämlich gerade noch zuerst geguckt haben. Aber dann muss ich es halt. Dann muss ich es halt retten. Wollen ja nicht unnötig was riskieren. Wo bist du denn da? Oder lass ich das Brady machen? Ich lasse es Brady machen. Brady, du darfst mal bitte die gute Kiel retten. So. Blablabla. Wo ist denn der Typ mit dem Hammer? Da ist der. Das ist seine Reichweite. Und dann einmal dancen für Kiel. Dann kann er nämlich wieder hochstellen. So. Und da haben wir das Ganze schon wieder korrigiert. Stellen wir sie nämlich ein bisschen weiter weg. Nämlich da ein. So. Hätten wir das auch erledigt. Ich könnte natürlich auch schnell einfach gucken, ob ich mit Maribel schon mal... Eine magische Einheit kriege ich down. Muss ja nicht unnötig... Oh, der Drecks-Kalibur. Na, das ist aber nicht so schlimm. Ah, der hat Arcanum, das gefällt mir nicht. Nee, den greife ich dann lieber doch nicht an.
Lieber nicht. Man muss es ja, wie gesagt, nicht unnötig erschweren. So. Noe kann ich auf jeden Fall auch da oben mal reinstellen. Verbinde ich einfach mal mit Donny. Der gibt bestimmt ja einen guten Angriffsbonus. Genau. Genau, so ist das. Oh ja, du schnetzelst hier ein. Und Flatsch. Und a Critical Hit. Oh, das wird wehtun. 117. Again. Schön gemacht, Maribel. Und Gale Force, da habe ich natürlich noch woanders hinlatschen. So. Vielleicht ein bisschen Unterstützung für Taja. Wie wäre es denn mit Sauto? Vielleicht? Maybe? Ich weiß nicht. Kann man sich eigentlich auch einfach so da reinstellen. Ich denke, man macht jetzt nicht so den Unterschied. Mit Wayne verknüpfe ich auf jeden Fall mit Brady. Damit die noch ihre Supports freischalten. Weil ich möchte den A-Support doch auch gerne noch lesen. So. Gute Angriffswerte, mein Freund. Aber pass auf, deine Tochter hilft dir mal. Oh, die gibt dir gar nicht so viel Verteidigung, wie ich jetzt gedacht hätte. So, wir lassen die erstmal näher kommen. So. Erstmal alles schön an den Rand stellen. Hallo. La 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 la. Bam 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 bam. Mr. Sandman. Achso, und Maribel ist ja auch noch da. Okay, dann du gehst mal wieder zurück. So. Dann stürmt mal los. In euer Verderben quasi. Bam. Luna. Mond meine ich natürlich. Warum sage ich immer Luna? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil es im Englischen Luna heißt, oder? Ich glaube ja. Sie hat, obwohl sie schon so stark ist, kriegt sie immer noch ganz schön viele Level ab. Paar Wiese. Zack. Und nochmal Flatsch. Oh, es hat sogar nicht gereicht, weil Severa nicht mit attackiert hat. Ja, mein Freund, du kannst aus der Ferne werfen, wie du willst. Ich habe einen Speer. Und Severa mochte das gerade überhaupt nicht. Level up für beide. Oh, Severa ist auf Max. Ja, da muss ich auf jeden Fall verbunden bleiben mit Kiel. Und Kiel kämpfen lassen vor allem. Stärker werden ist das Beste am Leben. Ja, wenn du meinst. Na, 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 na. Ich grinse nicht, ich fauche. Ja, das wissen wir doch, Severa. No problem. So, der macht ein bisschen mehr Schaden, aber auch durchaus vertretbar. Locker. Quatsch. Und er stirbt. Mit einem Fein. Oh, ein Langbogen. Ich wäre ja beinahe schon beeindruckt. So. Okay, die da oben kommen nicht auf mich zu. Ich muss mal gucken, dass ich aus Versehen seine Reichweite hier latsche. Weil, wie gesagt, mit dem habe ich noch was vor. Kann man sich ja eventuell schon fast denken. Huhuhuhu. So, du hast einen Hammer, ne? Kann ich vielleicht mit irgendwem... Ja. Ah, sehr gut. Oh, ein Tomahawk. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Selbst wenn du treffen solltest, ich habe ja noch Heilung zu meiner Verfügung. Und du triffst nicht mal. Sehr gut. Kaputt. Voll vernichtet. So. Was mache ich denn jetzt mal mit den anderen? Ja. Das ist doof, dass die nicht auf mich zukommen. Aber ich würde sie ganz gerne zu mir herlocken. Muss ich doch mal ehrlich sagen. Soll ja nicht so unbedingt so ein einseitiger Kiel Solo Run werden. Also erst wieder, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Die kommen da auch nicht viel weiter, ne? Genau. Die sollten da auch nicht rankommen. Okay, wer möchte denn den Bogenschützen umknüppeln? Wie wär's denn mit dir, Cordelia? Du kommst da leider nicht dran. Warte, deinen Langbogen ausgerüstet. Ja, gut. Also kommt sowieso dran. Wie ist mit dir? Das reicht leider nicht. Wie viel Geschwindigkeit bräuchte ich denn? Ah, einen mehr. Na gut, pass auf. Ja, das ist doch gut. Kann ich nämlich mich jetzt einstellen. Da muss ich nur gucken, dass ich da oben den Bogenschützen aus dem Weg geräumt kriege, weil der kommt doch bestimmt... Ja, der kommt da doch garantiert dran. Zur Not muss ich Rettung einsetzen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt mit Church den Typen hier voll an überbrezeln. Habe ich mittlerweile mal, ja. Genau, ich habe einen Zweiziger benutzt. Die ist wieder auf Level 1. Ich meine, dass ich das Offscreen gemacht habe, deswegen dachte ich, ich erwähne das lieber nochmal. Batsch, batsch. Ja, yeah, Vollgeschichte. So. Oh. Wie weit kannst du nur laufen? Bis da. Du kannst 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, perfekt. Dann mache ich das nämlich so. Genau.
Ja, so, versuch mal Chrom hier. Chrom, du musst stärker werden. Wie ich ja bereits sagte. Und wenn du da schon ein leichtes Ziel hast, dann nimm einfach mal mit. Genau. Und voll die Watsche. Zack. Ha, right. La 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 la. Level 19. Ich spüre einen riesigen Unterschied. Buja. So, wie weit konnte sie laufen jetzt? So weit. Na gut. Das reicht vollkommen. Trink mal ein Elixier. So, einmal bitte tanzen für die gute Kiel. Denn ich habe da oben einen Bogenschützen aus dem Weg zu räumen. Genau, das ist reicht. Das war ja wohl abzusehen. Bam und... Yeah. Und nochmal Flatsch. Dann müssen wir mal gucken, ob die Vivan-Ritter da oben auch wieder eventuell einen Hammer mit sich führen. Oh, Level 20 Maximum. Das heißt, ihr beide habt Kampfverbot ab jetzt. Das ist nicht genug, aber ein Anfang. In anderen Worten, ich hole dich jetzt auf jeden Fall darunter, weil sonst klaust du die ganzen Erfahrungspunkte. Guck mal, ich hätte die natürlich einfach da stehen lassen können, wie man da gerade gesehen hat, aber... Nee. So. Kiel, Severa, ihr habt, wie gesagt, Kampfverbot. Na, 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 na. One more time. Was? Träume ich etwa? Nein, du träumst nicht, Brady. Ganz und gar nicht. So. Aber hier komme ich gar nicht ins Geschehen rein, sage ich mal. Irgendwie so, dass beide vielleicht nur mit Magie drankommen oder so. Ja, das ist ja super. Das ist ja super. Dann würde ich nämlich die liebe Noir jetzt mal hier hinstellen. So. Und wie wäre es, wenn du mal Hilfe kriegst von Zauto? Ginge natürlich. Ach, warum nicht? Mal ein bisschen kreuz und quer hin und her verbinden. Chrom und Lissa sind jetzt noch frei. Die können ich dann auch miteinander verbinden. Und Olivia ist auch noch frei, aber... Maribel ist auch noch frei. Siehst du mal, meine Güte. Noch ganz, ganz viel frei. So. Und euch stürzt ihr einfach mal ins Getümmel da oben. Ich denke mal, die werden eher... Ach, der darf ja auch noch dran. Guck mal. Da habe ich schon ja nicht übersehen. Naja, nicht so schlimm. Du greifst Noah an, wie geplant. Zack. Und das hast du nun davon. Double Kill. Also nicht wirklich, aber beide haben Angriff und deswegen quasi Double. You know. Und Noah ist auch fast Level 20, merke ich gerade. Das heißt, er hat auch Kampfverbot in dieser Mission. Manchmal überrasche ich mich selbst. Wie geplant. Gut, eine Assassine, der kleine Ausreißer, da war jetzt nicht ganz geplant, aber war jetzt auch nicht gefährlich. Weil wir haben ja schon gemerkt, dass die nicht so stark auf der Brust sind, die Angreifer hier. Also haben wir schon definitiv Schlimmeres gehabt, sag ich mal. Die Vivan-Ritter stürzen sich in ihr Verderben. Bam. Ganze ein Schaden. Ich wäre beeindruckt, wenn es mir nicht so egal gewesen wäre, was gerade passiert ist. Ja. So, und der letzte Vivan-Ritter, auch dieser, hat keinen Bock mehr. Und hält es für klug, die Legionen vernichtende Noe anzugreifen. Dann noch mit Donnie in der Hinterhand. Nee, wir sind ja schon 25 oder so. 324, okay. Legion? Juhu, legt euch bloß nicht mit Noe an. Nein, keine Legion leider. Schade. Aber immerhin nicht mit Noe anlegen. Sollte man ja auch nicht tun. Verdammt, ich komme mit. Aber warte, ich komme aber an den Typen hier dran. Aber es reicht nicht, dann nehme ich das Kriegerschwert. Wie gesagt, wozu soll ich es haben, wenn ich sowieso nicht benutze? Aber deswegen möchte ich es benutzen. Bam, bam, und... Ja, jetzt Astra. Gut, Olivia. Das sieht hübsch aus, das Kriegerschwert. Guck mal, man hat Löcher wie ein Käsemesser. Damit schneidet man leichter. Ich habe ein paar neue Schritte gelernt. Yes. So, lieber Chrom. Verdammt. Ah, warte mal. Ah, wobei. Lieber nicht so. Oder. Nee. Erstmal marschieren wir hier nach vorne. Brady? Ja, genau, Brady kommt dran. Aber ich schätze mal stark. Ja, das ist nicht reicht. Das wundert mich jetzt nicht. Das reicht aber. Aber auch nur mit dem Donnerschwert. Dann greife ich lieber aus der Ferne an. Wobei, hat er nicht eine Wurfaxt sogar? Nee, hat er nicht. Okay. Arrivederci! Buja, hier rücken auf jeden Fall auch keine Einheiten nach, sofern ich mich richtig erinnere. Yay! Level A!
So, wer möchte sich denn da oben mal um das Häuschen kümmern? Wie ist es mit dir, Maribel? Du bist ja... Ja, eh sowas wie der Trumpf in unserer Hinterhand, sage ich mal. Plom. So, jetzt wird's kompliziert. Was haben wir denn hier? Vielleicht kann ich es für meine Flüche verwenden. So eine gespannte Schöpferkelle. Ja, bestimmt. Für irgendwelche Zaubertränke oder was weiß ich. So, jetzt wird's interessant. Weil jetzt muss ich die da irgendwie weglocken. Die Typen da oben. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das machen werde. Doch, dafür muss ich erstmal in der Nomus... Ja, genau. Genau deswegen. Das wäre natürlich... Ich habe gerade eine ganz spontane Idee. Dafür muss ich aber erstmal... Müsste jetzt erstmal ein paar Runden für verstreichen lassen, sage ich mal. Werdet ihr dann gleich noch sehen, was ich da für eine Idee habe. Denn ich muss mit Gangrel reden, und zwar nicht nur einmal. Er hätte nicht gedacht, dass jemand gegen den Südseekönig aufgebärt. Die meisten Dörfer sind niedergebrannt, Hunderte sind gestorben. Hier, nehmt dies und zahlt es ihnen heim. Lasst sie ihre eigene Medizin schmecken. Nom nom nom, Engelsrobe, schön. Und da drehen wir auch noch drauf. Mhm. Ich habe noch etwas geübt. Wer wagt es denn noch, mir gegen ihn zu treten? Ja, das hatten wir ja schon mal. So. Einmal tanzen. Ich bräuchte jetzt... Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur... ein paar Züge Zeit, sage ich mal. Okay, ich stelle mal Maribel hier hin. Ziehe ihr die Waffe aus. Einmal... Ah, wechseln kann ich natürlich nicht da. Aber auch dir... ziehe ich die Waffe aus. So, und dann fliege ich mal dahin und dann warte ich. So. Upparap. Denn das müsste doch, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das doch eigentlich funktionieren. Gut, also Maribel hat nichts ausgerüstet und Chrom hat nichts ausgerüstet. Jetzt hoffe ich nur, dass Chrom stark genug ist, weil Gangrel hatte schon ganz schön viele... Ja, warte, ich sollte vielleicht erstmal... Kann ich irgendwie... erstmal überprüfen, wie viel mir den Schaden machen würde. Das ist durchaus in Ordnung. Wobei ich will ja eh nicht gegen ihn kämpfen, also... reden wir mit ihm. Ja. Gangrel! Gangrel ist tot. Hier gibt es nur noch Maden. Wait. Warte, Gangrel! Das war gerade der wahnsinnige König, ich bin mir ganz sicher. Ja, das war er. Und du greifst nicht an, Chrom, denn jetzt wird Lissa dich erstmal retten. Oder wird Lissa dich retten? Nö, Brady würde ich retten, denn Brady braucht die Erfahrungspunkte. Noch ein bisschen dringender. So, tschüss. Blom. Und was ich nun tun kann, kann ich nämlich hier für den guten Herren tanzen. Und so einen kleinen Zug sparen, dann kann ich mich jetzt hier in aller Seelenruhe wieder auf Maribel setzen. Also auf Maribel umsetzen, so. Und dann werden wir dahin. Und dann warten wir mal, weil das müssen wir ein paar Mal machen, wie ihr gerade gesehen habt. Das hat nämlich jetzt noch nicht sonderlich viel gebracht. Komme ich schon dran? Na, schade. Schade, schade, schade. Aber dann machen wir es anders. So. So. Und bitte einmal tanzen. Und das Ganze nochmal. Reden. Gangrel, du lebst? Ach, werter Chrom, wenn man das Leben nennen kann. Du hast mich bereits einmal getötet, Prinz. Ich bitte dich erneut darum, wenn's beliebt. Mein Leben ist zu Ende, aber mein Körper hat sich damit noch nicht abgefunden. Ja, Götter, was ist geschehen? Du klingst nicht wie der Gangrel, der uns bekämpfte. Entferne alles, was einen Mann ausmacht, und zurück bleibt eine leere Hülle. Kein Thron, kein Gold, keine Soldaten. Ich schrubbe Aborten für die Piraten. Ah, wie die Mächtigen zu stürzen wissen. Ich finde es ironisch, dass ausgerechnet du über tiefe Stürze redest. Ja, das stimmt wohl. Sieht so aus, als hätte nicht nur ich mich verändert, Prinzlein. Früher hättest du bereits deine Klinge in mein Herz gerammt. Vielleicht ähnelst du ja doch mehr deiner Schwester als deinem Vater. No. Deine Verbrechen können niemals vergeben werden. Aber Emerin hatte schon immer in allen Dingen großen Einfluss auf mich. Meine Aufgabe ist, die Welt zu retten. Ich habe keine Zeit für Rache. Das ist ja höchst anständig von dir. Das, was dir an Lebenszeit noch geblieben ist, scheint hier verschwendet zu sein. Ich könnte dir ein neues Ziel geben. Kämpfe mit uns. Wer ist jetzt hier der wahnsinnige König?
Wie gesagt, ich habe keine Zeit für Rache. Gregor zu beseitigen ist alles, was zählt. Besiegen. Dich hier zu töten würde mir zwar gefallen, aber es bringt mich nicht weiter. Das ist ja recht schön. Du bist nicht mehr mein Feind. Besser hilfst du uns, als hier zu verrotten. Du hast dich verändert, Prinzlein. Ich bin fast ein wenig enttäuscht. Aber wie es aussieht, ist hier ein wahrer Anführer geworden. Wie lautet deine Antwort, Gangrel? Hübsche Rede, doch ich bin kein Freund von Hoffnung und Gerechtigkeit. Wenn es dir gefallen würde, mich zu töten, erfülle ich dir gerne diesen Wunsch. Los, Junge, töne dem alten König einen letzten Gefallen und beende das Spielchen. Okay, das war's scheinbar noch nicht. Ich hole ihn wieder zurück, natürlich jetzt erstmal wieder. Diesmal mit Lissa. So. Level up! Ich habe immer noch ein paar Asse im Ärmel. Yay! So. Dann dürfte ich mal bitte hier um ein bisschen Freiraum bitten. Danke. So. Nein, ich komme nicht dran. Again. So. Und dann wollen wir es mal gucken, ob ich... Ich weiß ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das... Doch, ich kann doch mal mit ihm reden, genau. Wusste ich doch. Dreimal meine ich. Gangrel. Du willst einen Gott erschlagen, bist aber zu weich, einen lausigen Mann zu töten? Worauf wartest du noch? Tu es. Ich gebe dir meinen Kopf auf einem Silbertablett. Du bist erbärmlich. Was hast du gerade gesagt? Du bist den Schwertstreich nicht wert. Dein Tod würde gar nichts mehr bedeuten. Du selbstgefälliger Kleiner. Entweder stirbt Prima oder wir alle sterben. Das gilt auch für deine geliebte Plegiana. Wenn du schon dein Leben fortwirfst, dann wirf es wenigstens gegen Grima fort. Stirb mit einem Schwert in der Hand, nicht wie ein gefangenes, halb verhungertes Tier. Du warst auch einst ein König. Jetzt steh gefälligst auf und stirb für dein Volk. Ja, wie ich dich hasse. Bei jedem deiner Worte wird mir schlechter als vor dem Fraß, den sie uns hier geben. Dann bleib halt hier und verfaule ihn. Ich war noch nicht fertig. Hör mich an und schweig endlich still. Ich gab noch nie einen Schwur ab und hätte nie einen gehalten. Aber hör meine Worte. Das bisschen Leben, das mir bleibt, gehört dir. Wirf es weg in einem Kampf gegen Götter oder Drachen. Tu damit, was du willst. Und damit haben wir Gangrel rekrutiert. Tatsächlich. Wo auch immer ihr jetzt nun mal herkommt. Ich weiß gar nicht, ob man so wirklich genau fährt, aber er ist auf jeden Fall da. Und was fragt ihr euch jetzt, was wir mal tun? Natürlich werden wir erstmal alle beide retten. Krumm. Balalam. Und Gangrel. So. Und schon haben wir Gangrel auf ganz, ganz leichte Art und Weise rekrutiert, weil ich weiß irgendwie, habe ihn mir jedenfalls sagen lassen, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, dass viele von euch Probleme dabei hatten. Und ja, so mache ich das und das ist eigentlich eine ziemlich todsichere Methode. So, da ich mit Gangrel sowieso nicht kämpfen werde, werde ich ihm erstmal das Schwert abgeben, damit ich das mit für Owain aufsparen kann. Und du gib immerhin Olivia einen kleinen Werteboost. Genau. So, und schon sind wir gewappnet. Für alles, was so kommt. Gewappnet, so. Okay, einmal wird ja die Gegner die Phase beenden. Und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal hier die Folge, Leute. Das war Fire Emblem Awakening für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.